Jo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich, Folge 181. Es ist mitten in der Nacht und ja, wie spät haben wir es? 2.26 Uhr, also bald halb drei. Und ich liege hier noch im Bett und werde gleich aber mal mir einen Kaffee machen. Ich nehme wieder auf mit dem LSP4. Ja, mittlere Empfindlichkeit, 320, ohne Zoom-Einstellung, zentrales Mikrofon aus. Neben mir ist Kater Blecki, der sich gerade sauber macht. Ich weiß nicht, ob du das hört. Ja, und ich werde jetzt gleich in die Küche gehen, mir einen Mitternacht ist ja nicht mehr, einen schönen Kaffee machen und dann gucken wir mal, wie sich diese Folge so entwickelt. Viel zu erzählen habe ich nicht. Außer, dass ich ja diese Hitze wirklich Wahnsinn finde. Also es war wirklich warm und heute soll es ja noch wärmer werden. Also boah, aber so ist der Sommer. Ne? Da müssen wir ja irgendwie alle durch. Ich hoffe, dass ihr alles schön durchhaltet. Ja, immer schön viel trinken, das ist wichtig. Und ja, so werden wir auch diesen Hitzesommer überstehen. Ja, mit der Waldbrandgefahr, das ist natürlich auch immer krass. Also ich hoffe ja, dass sich die Leute dran halten. Und ja. Ja, aber so ist es halt, wenn es alles sehr trocken ist, dann kann halt schnell mal was passieren. Also Leute, nicht rauchen im Wald, kein Feuer machen. So. Dann wird auch nichts passieren. So. Ich werde mir jetzt meine Hausschuhe anziehen und dann gehe ich in die Küche. Dann mache ich mir einen Kaffee. Nehme euch sozusagen wieder mit in die übliche Sven-Runde. Bin ja bloß ich. Und dann schauen wir mal, was diese Folge noch so hergibt. Ob diese Folge noch was hergibt oder ob es wieder eine Folge Gequake ist. Das schauen wir uns mal gleich an. Akustisch natürlich. Haha, wieder mein Seitenhieb gegen die große Optik. Ja, wir schauen uns etwas akustisch an. Schön, ne? Ja, das ist genauso wie akustisch filmen. Ja, ist auch so ein Ding. Genau, ja, das sind alles so Sachen, ne? Sven, jetzt solltest du aber mal langsam. Gut, also mein Handy nehme ich mit, weil ich ja die Zeit ein bisschen haben will. Aber mein Handy ist im Flugmodus und nicht stören und Ton aus. Also auf stumm geschaltet. Oh. Ja, Dicker. Was du schon wieder spielen willst, ist klar. Ruhig, also die Vögel zwitschern noch nicht und aber ist ja nicht schlimm. Ich kann ja trotzdem einen Podcast machen. Einen leisen Podcast. Kommt der Flur.
Und jetzt schon in den Kühlschrank. Bumm. Und hier ist die Küche. Also hier ist noch Flur. Jetzt sind wir in der Küche. Das hört man, glaube ich, auch gleich. We're in the kitchen. So. Ich stelle mal das Gerät hier hin. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch genug... Ja, das müsste sogar noch reichen. An. Das ist nicht ganz so viel, aber mal gucken. Die Antwort in der nächsten Folge, sehr witzig. Ja. Zwei Pads. Aha. Man kann diese Pads aufreißen. Los, oder? So Leute, von heute. Jetzt reißen wir mal den zweiten auf. Hier läuft Mia läuft hier rum. Mia. Ja, Blackie ist bestimmt auch gleich wieder hier. Blackie. Heute ist übrigens ein ganz toller Tag. Heute ist Freitag. Ja, das, so ist es, ne? Da denk mal, was kommt. Dann kommt einfach nur, heute ist Freitag. Ja. Naja. Freitag. Wochenende. Jetzt fangen die ja an, rumzurennen. Glaubst du? Naja, wenn Herrchen wach ist, dann können die Katzen auch wach sein. Nicht wahr? So. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Wasser hier noch drin ist und ob es für eine Kaffeetasse reicht. Psst. Aber ich denke mal, ja, das reicht noch. Das ist es alle. So, hier ausgemacht, dann sind sie voll dort. Ja. Einen schönen Kaffee. Ach, ist das herrlich. Aha. So. Dann haben wir hier das Aufnahmegerät. Gut.
gehe jetzt mal mit. Psst. Hört auf zu fauchen hier. So. Kaffee. Haben wir. Genau, stellen wir mal hin. Immer eine schöne Sache, so ein Kaffee. Wisst ihr ja. Da ist mein Handy. Wohl Handy sagt man ja heute gar nicht mehr. Es heißt ja Smartphone. Ja, Smartphone. Smartphone oder Smartphone oder Smartphone. Ja. So, Leute von heute, dann werde ich mich mal jetzt hier hinsetzen. Ganz entspannt. Ah, so schön. Auf die Couch. Aha. Na, mir. Jo, was lustig. Ja, hier ist was los. Nachts. Kloparty bei den Katzen. Ja. Mir? Na, ja, Blackie war auf Klo. Er ist noch auf Klo. Mieze rennt hier rum. Mia ist an meiner Seite. Gleich schert er. Oh, ja. Nimm mir was lang. Erzähl mal einen Schlag aus der Jugend. Du hast ja bestimmt viel zu erzählen, der wir hier haben. Ne? So, jetzt sollen wir erstmal einen schönen Kaffee trinken. Und dann, ja. Das ist also Freitagmorgen in Mannschnow. Hier in dieser Wohnung. Schau mal, wie lange Blackie scheren kann.
Jetzt ist er vom Klo runter, hoffe ich mal. Klang jedenfalls so. Jetzt spielt er wieder mit dem Topf da in der Küche, mit dem Wasser. Ja, in der Küche steht auch noch immer noch ein bisschen Wasser. Also wir haben ja, ich habe ja den Brunnen, aber in der Küche ist auch noch Wasser. Dass wir halt eine Ausweichmöglichkeit haben noch. Mia, was sagst du dazu? Ja, nur ein Dicker. Leg dich hin. Ja, ich möchte auch hier in dieser Folge noch einfach nochmal nutzen, um einen Aufruf zu starten an meine zukünftige Frau oder Freundin, wie man es nennen will. Ja, ich bin ja immer noch auf der Suche, wie ihr sicherlich aus den ganzen Folgen hören könnt. Und ja, ich nenne jetzt diese Folge nicht speziell Kontaktanzeige, aber ich sage nochmal einfach, damit es einfach immer wieder in den Folgen vorkommt, was ich suche und wem ich suche. Also, ja, ich wünsche mir auf jeden Fall. Boah, wie geht das hier los? Decki, lass mir in Ruhe. Nein. Ist gut, Dicker. Leg dich wieder hin. Ja, ich weiß, Dicker. Waren wir stehen geblieben? Genau, ich wollte einfach nochmal sagen, was ich suche. Also, ich möchte auf jeden Fall eine feste Beziehung, das wisst ihr ja. Und ja. Mit einer Frau, natürlich. Ja, wäre schön, wenn man einige Gemeinsamkeiten hat. Ne? Also, ich bin musikalisch, ich spiele Cajon, Bongos, Keyboard und singe. Und habe ich was vergessen? Cajon, Bongos, Keyboard, Sänger, naja. Ja, interessiere mich sehr für Technik und Aufnahmegeräte und ja. Und mein Lieblingsinstrument ist die Gitarre. Ne? Also das, die Gitarre ist wirklich das Instrument, was ich am liebsten genieße. Und von daher eine Frau, die Gitarre spielen kann, wäre natürlich schön. Ist natürlich ein Bedürfnis und kein Anspruch. Ne? Flo und ich hatten das Thema gestern. Es gibt also, wir haben den Unterschied festgestellt, es gibt Ansprüche und es gibt Bedürfnisse. Und ich sag mal, das, was ich so habe und mir vorstelle, sind letztendlich Bedürfnisse. Also es ist nichts, was jetzt unbedingt eintreten muss, aber es ist halt hilfreich für die, ja, für das Glücklichsein letztendlich. Ne? Weil umso mehr man gemeinsam hat, umso mehr, ich meine, jeder soll ja auch das Recht haben, das zu suchen. Oder das zu finden, was er sucht, ne, letztendlich. Und deshalb sage ich einfach, was ich mir so vorstelle, ne, und ob es denn letztendlich so eintrifft, ist immer noch eine ganz andere Geschichte. Ne, aber ich sage es einfach mal. Also Gitarre und Klavier finde ich sehr schön. Also wenn die Frau das spielen könnte und ich Cajon dazu, könnte man schon mal schön Musik machen. Hm. Ja, aber wie gesagt, das ist keine Grundvoraussetzung. Es wäre schön, es ist ein Traum. Ja. Mal gucken, was sich davon erfüllt. Ja. Wie soll meine Freundin sonst noch sein? Lieb, treu, die Größe ist mir egal. Ich stehe eher auf kleine Frauen, aber das ist auch nur ein, ja. Eine Sache, die sich ja auch, also die auch nicht sein muss, ne? Aber es ist einfach, was ich einfach so sage. Also ich mag halt kleine Frauen und klein ist etwas pummelig.
bin ja selber dick, wiege über 100 Kilo, also von daher, aber es kann auch eine dünne Frau sein, also darum geht es gar nicht, ne? Und ja, also wie gesagt, letztendlich muss es ja passen und letztendlich, ja, muss sich das ja auch aus Gesprächen und Treffen ergeben. Und aber es muss natürlich auch so eine Grundvoraussetzung sein. Also so, wenn man sich hört und gleich irgendwie merkt, oh, da bei beiden funkt es so ein bisschen. Ne? Also es muss so ein bisschen, das gehört dazu einfach. Ne? Also klar kann sich eine Beziehung auch langsam entwickeln, aber ich finde, es muss auch so ein Grundding mitschwingen, sage ich immer. Also so, man hört sich und, die ist ja süß. Oder sie muss denken, oh, der ist ja süß. So, ne? Also ja. Offen soll sie sein, also auch. Also ich möchte mit meiner Freundin auch über vieles reden können und ja, ob sie blind oder sehend ist, ist eigentlich egal. Ich sage eigentlich, weil man kann sich das ja nicht aussuchen. Haustiere, ja, das ist so eine Sache. Also ich habe ja selber drei Katzen und ja, ich sag mal, wenn meine neue Freundin jetzt ein Haustier hätte, wäre es natürlich nicht schlimm. Im Gegenteil, ich mag ja Tiere. Allerdings ist es mit blinden Hund und ein bisschen schwierig, weil mein Kater ist sehr aktiv und ja, da ich ja nicht gerne etwas riskieren möchte, denn man muss ja auch bedenken, wenn man so einen aktiven Kater hat und der spielt und der will dann vielleicht mit dem blinden Hund spielen. Naja, so ein Blindenhund ist ja was, ist ja ein Hilfsmittel letztendlich und ist ja auch, jetzt nehmen wir mal an, eine Freundin mit dem blinden Hund ist bei mir und wir schlafen oder weiß ich, oder der Kater geht vielleicht an die Augen ran oder so und dann kann man den Hund letztendlich vergessen. Das kann euch ja klar sein, ne? Weil wenn der in die Augen geht, der Kater und so, also wie gesagt, man kann sich auch als Blinder nicht wirklich, als Sehender kann man immer so ein bisschen gucken oder, ne? Oder sagen wir es mal so, ein Sehender, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau noch ein bisschen sehen kann und einen kleinen Hund hat, das ist immer noch ein bisschen was anderes, weil erstens kann eine sehende Frau auch gucken, was macht der Hund gerade und was macht der Kater gerade letztendlich, und die sehende Frau hat vielleicht einen kleinen Hund. Ne? Einen kleinen Hund kann man immer noch besser irgendwie mal auf den Schoß nehmen oder mal. Ja. Also Blindenhund muss nicht unbedingt sein. Nicht, weil ich was gegen Hunde habe, sondern einfach, weil das mit meinem Kater nicht machbar ist. Das möchte ich dem Hund nicht antun. Und weil der Kater ist auch sehr auf mich, der schläft ja auch bei mir und alles. Und ja, man muss dazu sagen, ich habe nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung und diese Zwei-Zimmer-Wohnung geht ineinander über, also Wohnzimmer in Schlafzimmer. Das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, man sperrt die Katzen dahin und damit der Hund rumlaufen kann und so eine Geschichten. Also das ist schon, wäre alles ein bisschen kompliziert mit einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ja, wenn ich jetzt irgendwie drei oder vier Zimmer hätte, wäre es was anderes oder eine größere Wohnung hätte, ne? Aber so möchte ich das nicht gerne riskieren. Also außerdem reichen drei Katzen und vielleicht noch ein, ja, vielleicht finde ich auch, vielleicht hat ja meine Freundin, meine zukünftige auch noch eine Katze. Ja, und der Vorteil einer Katze ist wiederum, eine Katze kann man allein lassen, das heißt, sie kann ihre Katze mal 2 Tage allein lassen, ich kann meine Katze mal 2 Tage allein lassen. Da ist man dann doch etwas freier als mit so einem Hund. Ja, und, aber wie gesagt, das sind so alles Sachen. Ja, ich möchte es auf jeden Fall nicht verantworten. Weil, wenn dem Hund was passiert hier. Ja. Und gerade bei Blinden, ich meine, auch ein Sehenden kann was passieren, klar, aber gerade bei Blinden und gibt es noch ein zweites Problem. Hier haben sie nämlich ab und zu auch mal so Hundeköder ausliegen mit Rasierklingen und so ein Scheiß. So, wenn jetzt meine Freundin mit dem Blindenhund, sagen wir mal, sie geht runter und der Hund frisst das und sie kriegt das nicht mit und ich kriege das nicht mit. Kann ja passieren. Und dem Hund passiert irgendwas. Das kann ich auch nicht verantworten. Also da würde ich
da hätte ich überhaupt kein ruhiges Gewissen mehr. Und von daher, also wäre es schön, wenn sie keinen Blindenhund hätte. Ja, einfach. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist nichts gegen Blindenhunde und auch nichts gegen Leute, die Blindenhunde haben, aber das ist einfach hier nicht machbar. Das und jo, möchte ich einfach nicht riskieren hier. Ja. Denn man sieht ja jetzt, auch jetzt, er läuft hier rum, er ist ja sowas von aktiv und jetzt noch ein Blindenhund dabei, also und dann will er vielleicht mit dem Hund spielen und nee, so unberechenbar wie Blackie ist, also das möchte ich nicht riskieren. Ja. Aha, das ist Mieze, hallo Mieze. Genau, also wo waren wir jetzt? Also wie gesagt, aber Haustier sonst kein Problem letztendlich. Ja, hier in der Nähe wäre schön, also das auf jeden Fall. Ne? Also jetzt nicht gerade, ich sage ja immer hier in der Nähe, das klingt immer so, soll gleich in der Nachbarschaft wohnen, das meine ich natürlich nicht. Ne? Also es, weiß ich nicht, ein Ort weiter oder auf jeden Fall hier in Brandenburg irgendwo. Ja, ich sagte noch, offen, treu, lieb. Wie gesagt, aber wie sich letztendlich was entwickelt und wie derjenige letztendlich ist, das kann man ja immer noch sehen, wenn man sich denn mal hört oder trifft. Vielleicht geht das jetzt auch wieder eher mit den Treffen. Ja, dann ist mir noch wichtig, dass meine Freundin halt an meinem Leben teilnimmt, so wie ich an ihrem Leben teilnehme. Also ich brauche keine Frau, die anfängt, nein, das verstehe ich nicht und wie du dein Leben lebst, bla 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 und warum der dir hilft oder warum deine Ex-Freundin dir hilft oder sowas. Also ich brauche eine Frau, die einfach sagt, okay, du lebst so, ich lebe so und irgendwo in der Mitte treffen wir uns. Also ich würde ja auch nie auf die Idee kommen, wenn jetzt meine Freundin, sagen wir mal, blind ist und lässt sich von bestimmten Leuten helfen oder sie sagt, sie hat noch einen Ex-Freund, mit dem sie sich gut versteht. Da würde ich ja auch nie anfangen, irgendwie zu diskutieren oder zu sagen, ja, aber so wie du das machst, verstehe ich es nicht oder bla bla bla. Ich finde einfach, leben und leben lassen. Jeder hat seine Art, mit Menschen umzugehen und seine Art, sich helfen zu lassen. Und da brauche ich halt auch eine Frau, die locker ist und sagt, ja gut, du machst es so, ich mache es so und wenn wir zusammen sind, machen wir es so. Also, ja, das ist mir halt sehr wichtig. Ja. Also auch ein Freund, die, auch eine Freundin, die auch eher so wie ich, ne, mit Ex-Freunden nicht gleich so abschließt und sondern auch wirklich vielleicht auch ein gutes Verhältnis zu dem einen oder anderen auch hat und ne, wo man auch mal über die Vergangenheit reden kann, zum Beispiel, oder ne, um gewisse Sachen ja vielleicht sogar aufzuarbeiten. Ne? Das ist ja auch ganz schön, wenn man in einer Beziehung ist und sie redet von dem, was sie früher so erlebt hat und was sie daraus gelernt hat. Ne? Und ich erzähle ihr das dann, was ich so erlebt habe. Also ich finde das unheimlich wichtig. Also eine Frau, die gleich so nee, und meine Ex-Freundin, ich habe kein gutes Verhältnis und das geht nicht und sowas. Also das klappt einfach nicht, weil ich zu meinen Ex-Freundinnen ein gutes Verhältnis habe. Zu fast allen. Also ein gutes Verhältnis, damit meine ich einfach
freundschaftlich. Also ich kann mit allen Ex-Freundinnen reden, ich kann mit allen Ex-Freundinnen über die Vergangenheit reden. Und das ist mir einfach wichtig. Ja? Weil ich finde einfach, die Frau, die man mal geliebt hat, ja, das ist ein Geschenk. Und das sollte man auch nicht einfach so behandeln, als wenn es, außer man macht jetzt wirklich schlechte Erfahrungen, aber wie gesagt, da gibt es ja auch immer mehrere. Ne? Mit den einen hat man eine gute Erfahrung gemacht, mit den anderen schlechte. Also ich muss sagen, ich war jetzt 7 Mal, hatte 7 Frauen und mit allen 7 hatte ich gute und schlechte Zeiten durchlebt. Und ich muss sagen, also ja, mit 6 davon kann ich heute normal reden und hoffe, dass ich es mit der 7., also mit Nadine auch noch kann. Das wäre echt ein Wunsch. Weil wir noch ein Kind zusammen haben und so. Also das sind auch alles so Sachen, die meine Freundin einfach akzeptieren sollte. Nicht muss, ne? Also, aber sollte. Weil ich würde ihr Leben ja auch akzeptieren. Also das heißt Leben und Leben lassen, das ist mir ganz wichtig. Denn auch eine gewisse Offenheit, was Sex angeht. Also ich meine jetzt nicht, dass man sofort miteinander Sex haben muss, sondern einfach diese Entspanntheit brauche ich. Also ich brauche kein Mädchen, ich brauche keine Frau, die mir dann sagt, die mir schon am Anfang irgendwie sagt, nee, wir brauchen Zeit und weiß ich nicht und überhaupt. Und, sondern ich brauche eine Frau, die einfach mir dieses Gefühl gibt, naja, wir werden ja sehen, was passiert. So. Also das heißt nicht, dass es gleich Sex geben soll, sondern einfach diese Entspanntheit. Ich brauche in meinem Leben einfach viel Entspanntheit. Ich brauche, ich brauche einfach diese Lockerheit, dieses, ja, mal gucken, was passiert so. Ne? Und das ist mir einfach wichtig. Ne? Dieses, nicht, dass man im Voraus schon zu hören kriegt, irgendwie, ja, aber wir müssen ja erstmal dies und wir müssen sie erstmal kennenlernen und wenn wir uns ja erst kennengelernt haben, dann wissen wir dies und dann wissen wir das und, sondern es muss sich einfach frei entwickeln und das ist mir einfach wichtig. Ja, also auch, dass man über das Thema Sex zum Beispiel auch reden kann. Ja, ja und das sind einfach Sachen, die mir wichtig sind. Also eine gewisse Offenheit, eine gewisse Lockerheit einfach auch. Wie gesagt, das Leben des anderen akzeptieren und sagen, ja, ist halt so, du lebst so, ich lebe so und gemeinsam sind wir stark. So, ne? Also, ja, das ist mir einfach wichtig. Dann ist mir auch wichtig, also wenn die Frau blind sein sollte, dann ist mir auch wichtig bei einer blinden Frau, dass sie einfach auch weiß, was sie kann und was sie nicht kann. Also ich brauche keine Frau, die so einen auf hyper selbstständig macht und sagt, nee, wieso kannst du das nicht oder wieso, das mache ich alleine. Sondern ich brauche eine Frau, die, wenn sie halt blind sein sollte, auch ihre Schwächen zugibt. Also auch sagt, naja, da lasse ich mir helfen. Also zum Beispiel jetzt, wenn sie, ich zum Beispiel lasse mir ja auf das Fleisch klein schneiden zum Beispiel oder so eine Sachen halt. Also einfach dieses Lockere, dieses mit Schwächen auch umgehen können und sagen können, da brauche ich Hilfe, da brauche ich keine Hilfe, das kann ich alleine, das kann ich nicht alleine. Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Ja, also also dieses Aufeinander zugehen einfach. Ne? Also dieses, vielleicht ergänzt sich ja manches auch. Ne? Vielleicht gibt es ja auch was, wo sie sagt, oh, das kann ich nicht, das kannst du mir ja mal zeigen. Oder umgekehrt, würde ich jetzt, dass ich zum Beispiel zu ihr irgendwie sage, oh ja, zeig mir das mal. Damit habe ich noch nichts zu tun gehabt. Ne? Also dass es wirklich auch so eine Ergänzung ist. Und ja, das ist auch noch sehr wichtig. Also gerade wenn sie blind sein sollte. Ja, und
das sind so die Merkmale oder die, ob es alles so eintrifft, weiß man ja nicht. Ne? Aber das ist einfach, was ich dazu sagen kann. Ne? Wie gesagt, das Alter ist mir letztendlich egal. Natürlich ist mir lieber so ein bisschen in meinem Alter, aber also nicht gerade jetzt irgendwie 20 oder 21 oder sowas, aber ich sag mal so ab 30 bis, also von 31 bis 50, sage ich jetzt mal. Ne? So. Und aber wie gesagt, das ist ja alles auch, wenn man sich nett und süß findet, dann ist es ja auch, dann redet man ja nicht drüber. Gibt es eigentlich bis jetzt nicht dazu zu sagen. Wenn mir noch was einfällt, kann ich es ja noch raushauen. Aber ansonsten, wie gesagt, was ich sagte, Lockerheit. Ne? Ja, wichtig ist mir auch über alles reden können. Also ich brauche keine Frau, die gleich wieder irgendwie eingeschnappt ist oder die dann irgendwie beleidigt ist und mit mir einen Tag nicht redet, sondern ich brauche eine Frau, eine Freundin, die wirklich mit mir darüber redet, es mir kurz sagt, was ihr nicht passt oder so, dann kann man darüber reden. Ne? Weil so bin ich eigentlich auch. Ja. Ja, auch was berufsmäßig, was so jobmäßig oder geldmäßig angeht, da sage ich mir auch, ich brauche eine Frau, die für mich da ist. Also ich brauche keine Frau, die keine Zeit hat. Und ich brauche eine Frau, die hinter meiner Sache steht. Also ich brauche keine Frau, die so die Einstellung hat, hey, Behindertenwerkstatt würde ich nie machen, verdient man ja kaum Geld, sondern ich brauche eine Frau, die einfach das akzeptiert und sagt, ja, wenn es für dich das Richtige ist, dann ist es doch okay und du hast ja deine Arbeit und das ist doch okay, weil ich würde es ja bei ihr genauso sehen. Ne? Und ja, deshalb wäre natürlich eine Frau, die in so einem Bereich ist, eher was. Ne? Also ja. Aber gut, wenn meine Frau halt was anderes, meine Freundin halt was anderes macht, dann ist es ja auch okay. Also, aber ich meine, ihr wisst schon, denke ich mal, was ich meine. Also dieses. Ich brauche halt eine Frau wirklich, die das akzeptiert und die auch nicht von sich selbst immer ausgeht und sagt, nee, ich würde es nie machen und weil dann ist ja der Streit schon vorprogrammiert letztendlich. Und weil ich werde nun mal bis zur Rente in dieser Werkstatt sein und ja, wie soll das denn funktionieren, wenn die Frau von der Grundeinstellung schon, sage ich jetzt mal, da Probleme hat, ne? Und ja, wie gesagt, Geld sollte eigentlich keine Rolle spielen. Deshalb soll es ja auch in der Nähe sein, ne? Weil dass man halt auch wirklich sie treffen kann oder füreinander da sein kann. Ne? Also ich brauche auch eine Freundin, die das Problem kennt, auch mal kein Geld zu haben und ne? Oder dass mal was abbezahlen muss. Oder ich bin ja zum Beispiel in einer Privatinsolvenz und bin da reingeraten und das ist mir auch wichtig, dass es eine Frau, dass die Frau das auch versteht und vielleicht sogar auch kennt und sagt, ja, das ist, ne, also ich brauche keine Frau, die mir dann so erstmal einen Vortrag hält von wegen, ja, man macht aber keine Schulden oder, ne, also ihr wisst schon, was ich meine, ne, ich brauche eine Frau, ich sag, ja, wie ich schon sagte, leben und leben lassen, eine Frau, die einfach sagt, ja, so eine Dinge passieren halt, also die etwas vom Leben versteht, sage ich jetzt mal. Also dieses, die weiß halt, die halt weiß, was gute Zeiten sind, was schlechte Zeiten sind, dass man irgendwo reingeraten kann, dass man, ne, also eine Frau, die einfach
dem Boden steht sozusagen, ne? Und sagt, ja, kennen wir doch alles. Oder, ne? Ja, und ja, auch eine Frau, die wirklich Vertrauen hat, das ist auch wichtig. Ich habe ja auch Vertrauen, also ich bin auch eigentlich überhaupt nicht eifersüchtig. Ne? Also ich würde nie einer Frau hinterher telefonieren oder was machst du gerade. Ne? Und das ist auch, was ich von meiner Freundin so verlange, dass sie einfach Vertrauen zu mir hat und ich bin da auch treu und ja. Dass man einfach, weil Vertrauen ist ja auch was Wichtiges, das ist ja auch einer der wichtigsten Dinge in der Beziehung. Ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, alles andere ergibt sich und durch Gespräche, durch Treffen. Ne? Ja, auch mit so liebe Sachen sagen und Komplimente, also das finde ich auch immer schön. Also ich brauche keine Frau, die dann schon, also ich habe ja oft so das Problem gehabt, dass bei meinen Frauen schon bei ich liebe dich, ne, ich bin ja auch ein Mensch, der gerne ich liebe dich sagt, wenn wir zusammen sind und ich brauche eine Frau, die auch so ein bisschen drauf eingeht und das auch gerne sagt und auch wenn sie sagen, ja, mein Süßer und ja, mein ich liebe dich und so, also das ist mir auch ganz wichtig, ne, also dass man einfach merkt, auch von außen, dass wir zusammen sind, ne. Auch ein Küsschen geben in der Öffentlichkeit und so eine Geschichten. Also das ist mir auch ganz wichtig. Ja, also dieses Ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir und ja und ja, was könnte ich noch sagen dazu? Ja, und meine Frau sollte auch nicht so viel grübeln im Leben. Also ich brauche eine Frau, die auch wirklich, ja, viele Sachen ausprobieren möchte und nicht irgendwie da sitzt und wenn sie irgendein Problem hat oder so, dann irgendwie grübelt und so ein Kopfmensch ist. Ne? Sag ich, brauche eine Frau, die einfach sagt, ach, machen wir einfach, mal gucken, was passiert so. Ne? Also das ist mir auch ganz wichtig. Ja, und dann bin ich ja mal gespannt, ob sich irgendwann mal eine Frau auf meinem Podcast hin meldet. Also wie gesagt, ich werde es immer wieder mal reinsetzen und ja, nenne diesen Podcast hier ja auch nicht Kontaktanzeige, sondern ja. Das sind so halt meine Grundbedürfnisse oder wie manche, oder wenn halt Leute wollen, dass sie es Ansprüche nennen, dann ja, sind es halt Ansprüche, aber ich denke mal, jeder hat ja irgendwo gewisse Vorlieben und gewisse, wie er es halt gerne haben möchte, wie es letztendlich aussieht nachher, ist ja wieder ein anderes Ding, aber ich finde es besser, darüber zu reden und es zu sagen, als wenn man jetzt mit jemandem zusammengeht
und erst in der Beziehung sagt, so, ich hätte gerne und warum ist das nicht so? Und, ne, und bevor man sich mit jemandem zusammentut nachher, der einem gar nicht entspricht oder wo man dann gleich merkt, irgendwie, oh Scheiße, ist nichts, ne? Ja, dann ist auch gegenseitiges Zuhören wichtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel telefoniert oder so, ich brauche keine Frau, die dann nebenbei tausend andere Dinge tut, ne? Sondern natürlich kann man auch mal eine Nachricht abhören nebenbei und das mache ich ja auch. Aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. In der heutigen modernen Welt ist es ja teilweise so, dass die Leute ja gar nicht mehr richtig hinhören. Also man erzählt irgendwas und dann sagt derjenige am Telefon, was? Ich habe es gerade nicht zugehört. Ich habe gerade nebenbei, weiß ich nicht, eine Nachricht verschickt. Nebenbei habe ich noch ein Spiel gespielt und also ich brauche auch eine Frau, die wirklich so ein bisschen auf mich dann in dem Moment fixiert ist. Ja. Weil ich bin auch so, wenn meine Frau da ist, dann bin ich halt auf sie erstmal fixiert so. Und das ist mir einfach wichtig. Ne? Also auch dieses wirklich dieses Sicherheitsgefühl gibt, dieses, ich bin ja da. So, ne? Und ja, wie gesagt, eine Gemeinsamkeit wäre ganz schön. Also entweder musikalisch oder das mit den Aufnahmen oder vielleicht macht sie selber auch einen Podcast oder. Ja, und auch was ich auf jeden Fall so ein bisschen brauche, ist so ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Also ich brauche eine Frau, die auch mal sagt, was die da alle machen oder so. Ne? Also ich brauche keine Frau, die sich den Mainstream anschließt oder die irgendwie, ja, so ist es halt oder so. Ne? Sondern ich brauche auch eine Frau, die mal sagt, nö, ist doch jetzt egal, was alle anderen denken oder sowas. Ne? Also genau. Also ich hatte das auch schon mal so ein bisschen so im Gespräch, ne, so dieses, wenn jetzt zum Beispiel ich sage, ich mache einen Podcast und die Frau würde dann gleich sagen, ja, verstehe ich gar nicht, so viel kann man ja gar nicht, so viel kann man ja gar nicht erzählen, dass man da einen eigenen Podcast mit so viel Folgen. Und ich brauche halt eine Frau, die dann zum Beispiel sagt, sie würde meinen Podcast hören und würde sagen, ja, oh, da können wir was zusammen machen. Oder naja, so machst du deinen Podcast hast und ich mache meinen halt so. Und also gerade auch dieses Ergänzen und dieses, ja, weil so bin ich halt und jo. Und diesen Podcast mache ich ja halt auch hauptsächlich, weil ich mich alleine fühle und weil ich euch was mitteilen möchte. Und wenn ich das meiner Freundin erzähle, meiner neuen Freundin, meiner zukünftigen, und die würde dann so einen Spruch sagen wie, ja und, was hast du davon? Ja, dann ist es schon nicht die richtige letztendlich, ne? Weil der Podcast und YouTube, also das, was ich tue, ist ja mein Leben. Das heißt, würde eine neue Freundin oder würde eine zukünftige Freundin das alles hören, dann wüsste sie ja so viel über mich wie, ja, das wisst ihr ja sozusagen letztendlich alle über mich. Aber das bin halt ich, ne? Und ich brauche halt auch eine Frau, die mir wirklich das Gefühl gibt, ja, das gehört zu dir, das bist du. Und genau. Weil, wie gesagt, so wäre ich ja auch. Ich würde ja auch nie zu ihr sagen, wenn sie jetzt irgendein Hobby hätte oder irgendeine Sache hätte. Außer es ist etwas, was ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Ne? Also wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne und die sagt zu mir, sie ist extrem Fallschirmspringerin oder sowas, dann würde ich auch sagen, nee, danke, brauche ich nicht. Eine Frau, die jedes Mal sich selbst irgendwie in Gefahr bringt und wo ich jedes Mal Angst haben muss, dass da was passiert, habe ich eigentlich auch keine, will ich eigentlich auch nicht. Also das sind, ne? Also das sind so Extremfälle jetzt, aber im Normalfall ist ja das Hobby des anderen auch interessant. Und meine Frau muss auch von sich was preisgeben. Also ich brauche keine Frau, die ständig irgendwelche Sprüche von anderen teilt, zum Beispiel also von Facebook, wo es dann immer heißt, sie hat das und das geteilt, Spruch von dem und dem, sondern dann auch mal wirklich was Persönliches. Ja, hallo Leute, also mit persönlich meine ich halt so Sachen wie, ich soll ja in Facebook nicht ihr Leben erzählen,
Aber ich finde es halt auch allgemein schöner und da komme ich auch zu einem allgemeinen Kritikpunkt bei manchen Leuten. Also ich lese so oft immer wieder Erinnerungen teilen und gut, Erinnerung ist, geht mir auch manchmal auf den Sack, dieses ständige in die Vergangenheit und ja, das war ja schön damals und so. Also das finde ich auch, da denke ich auch jedes Mal, och Leute. Also ich teile auch Sachen von anderen, klar, also was mir gefällt. Aber ich finde es auch einfach schön, wenn so eine Frau zum Beispiel nur mal, ich hätte sie jetzt im Facebook und sie schreibt einfach, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag oder also dieses hab euch alle lieb Schema so, ne? Also dieses, ach mir geht's gut oder mir geht's nicht so gut heute oder könnt ihr mir helfen, also dieses aufeinander zugehen, ja, dieses weil ich finde, das ist wirklich weniger geworden in Facebook, auch, also das teilweise geht es ja wirklich nur noch um Sprüche von weiß ich wem nehmen und oh, diesen Text habe ich irgendwo gesehen, den finde ich toll, der entspricht mir, wo ich sage, ja, denkt euch doch mal selber was aus. Ja. Oder schreibt selber einfach mal eine liebe Zeile. Ja, ich meine, wir haben hier einen Sprachassistenten, gerade man kann diktieren und kann sagen, und ich meine, es ist ja auch kein Thema, mal zu sagen, hallo Leute, wünsche ich allen einen schönen Tag oder ach, geht's gerade gut, ich habe gerade bin gerade aufgestanden und so. Sowas finde ich eigentlich viel schöner als dieses ständige Sprüche teilen und ja, und Texte rauskopieren oder Erinnerungen teilen. Ich meine, es ist eine wirklich schöne Erinnerung, ist, die man so nachvollziehen kann. Sehe ich es ja auch noch ein. Aber wenn es denn immer dieses früher war alles besser und heute ist alles scheiße ist, dann denke ich auch immer, ja, dann wieso bist du eigentlich in Facebook, frage ich mich dann immer bei so einen Leuten. Ne? Also ich finde einfach, man muss auch positiv in die Zukunft sehen können. Ich meine, wir hatten jetzt diese Pandemie, ja, aber also mich zieht sowas runter. Wenn ich so eine Erinnerung sehe zum Beispiel und dann so einen Spruch gleich dazu, ja, früher war ja alles besser und oder sowas und doch, das können wir heute nicht mehr. Ich meine, das ist doch klar, dann bist du sofort wieder in diesem Depri-Ding, ne? Ja, und das ist mir halt auch wichtig, dass wenn meine Freundin dann auch was teilt, dass man einfach auch was Schönes auch mal teilt, ne? Oder einfach Leuten einen schönen Tag wünscht. Oder, ja. Ja, oder wenn es einem schlecht geht, dass man dann halt wirklich auch mal teilt, ja, mir geht es heute nicht so gut, könnt ihr mir da weiterhelfen, ne? Sowas zum Beispiel, dass man einfach auch offen auf die Menschen zugeht und sagt, ja, ich habe jetzt gerade das und das Problem. Hat vielleicht einer von euch eine Idee, wie ich das umsetzen kann oder wie ich mich wieder besser fühlen kann. Aber das mit den Sprüchen und mit den Erinnerungen, das ist ja schlimm geworden. Also, als wenn die Menschen irgendwie nichts Eigenes mehr haben. Ja. Und deshalb mache ich ja auch meinen Podcast. Ne? Weil ich einfach von mir was preisgeben will. Weil ich einfach selber sagen will, mir geht's so, mir geht's so. Ich habe dieses Problem, ich habe das Problem. Und weil ich halt auch mal eine Hilfestellung brauche. Ne? Deshalb sage ich ja manchmal auch in dem Podcast, könnt ihr mir da weiterhelfen. Und ja, und sowas wünsche ich mir halt auch als Beziehung. Letztendlich. Ne? Also eine Frau, die wirklich auch mal wo dann halt mal drin steht in Facebook oder in weiß ich wo, in welchem sozialen Netzwerk ist es, hallo, wünsche euch einen schönen Tag, hab euch alle lieb oder sowas. Das ist einfach schön, das ist einfach, man hört einfach mal wieder was Nettes, also was einen auch aufbaut. Ne? Ich meine, gerade wenn man so arbeiten geht und man fährt dann zur Arbeit und liest dann in Facebook irgendwie nur, wie schlimm alles ist und wie, also, ja. Wir müssen einfach wieder mehr Platz für positive Erinnerungen machen. Und vor allen Dingen für jetzt Erlebtes. Also, ich meine, ich habe eine Menge aus dieser Pandemie gelernt, muss ich sagen. Also, so geht es mir jedenfalls. Also, ich habe eine Menge über mich und auch, ja, ich habe viel gelernt. Und deswegen, ja, einfach mal wieder so ein,
hab euch alle lieb, Schema finde ich schon, ja, das brauchen wir einfach irgendwie mal wieder. Ja. Mal wieder weg von diesem ganzen, ja. Ja, ich gucke jetzt gerade mal, wie spät wir es haben. Und 22. Ja, ist mal wieder eine etwas längere Folge, aber es sind einfach Sachen, die mussten mal gesagt werden, weil mich das oft schon beschäftigt. Also gerade auch, wenn ich manchmal so lese, was die Leute teilen und dann denke ich auch mal, ach, es kommt wieder so eine Sprüche von dem und dem und Erinnerungen und ach, war alles damals schön, heute ist alles scheiße letztendlich und es geht mir so auf den Keks letztendlich. Es zieht so runter. Ich lese manche Sachen schon gar nicht mehr. Also versteht mich jetzt nicht falsch, auch meine eigenen Erinnerungen. Also mir geht es schon teilweise so, dass ich meine eigenen Erinnerungen in Facebook, also Facebook macht ja immer so dieses, du hast Erinnerungen, auf die du heute zurückgreifen kannst. Und mir geht es schon mit meinen Erinnerungen auch so, dass ich es gar nicht mehr lesen will. Weil ich mir sage, was geht mich mein Geschwätz von vor 2 Jahren an? Außer es ist jetzt eine super Erinnerung, wo ich sage, oh Gott, das war geil, ne? Aber ehrlich gesagt, wir müssen in die Zukunft denken. Wir müssen einfach weiter nach vorne. Und natürlich kann man an schöne Sachen von früher denken, mache ich ja auch. Ja. Aber dann mache ich es halt auch wirklich am besten mit jemandem zusammen oder halt in Form dieses Podcastes. Oder ich schreibe halt, oder ich würde halt mal auf Facebook schreiben, ach, war das schön vor 5 Jahren da und da. Ne? Okay, das kann man ja alles machen. Aber für manche Leute ist es ja so eine Art Lebensaufgabe geworden und dabei gibt es auch einen Morgen. Und solange ich daran glaube und daran festhalte, ja, ich glaube an ein Leben nach der Pandemie zum Beispiel, ja, und das musste einfach mal gesagt werden. Also ich habe ja teilweise auch dann Sachen geteilt, so dieses Witze und Sprüche. Ne? Da sind ja auch mal ganz gute Witze drin, aber wo ich dann auch immer nach irgendwann gemerkt habe, da sind aber auch teilweise Witze drin, die ich gar nicht lustig finde. Also manchmal kommt mir das auch so vor, da lese ich dann oder lasse ich mir dann sowas vorlesen vom iPhone und denke so, soll ich das jetzt teilen oder nicht? Ist eigentlich gar nicht lustig. Ja? Also, ich teile lieber das etwas von mir und gebe lieber von mir was preis. Oder halt Themen, die mich interessieren. Ne? Also wie mit Jan Tenner, gut, das mache ich eher für Flo, gebe ich zu. Ja, ist so. Würde ich wahrscheinlich gar nicht so machen, wenn. Aber Flo und ich haben halt eine so gute Freundschaft und da tue ich das auch gerne. Und natürlich mag ich die Serie auch, natürlich nur nicht so wie er, aber ja, da macht es mir auch Spaß, wenn er das dann sieht und sich dran erfreuen kann und auch wieder was Neues von der Antenne. Und das finde ich schön und das ist einfach dieses, das erfreut mich dann auch wieder. Ne? Und da müssen wir eigentlich wieder hin, so dieses, dass man auch mal was teilt, was andere gut finden, ja. Es gibt dann so Leute, die teilen dann irgendwie nur irgendwas über Corona oder nur immer nur Impfstoff. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber derjenige weiß, glaube ich, schon, wie ich damit meine. Ja, auch so politische Sachen teilen. Ich finde einfach, das gehört da nicht hin. Wir müssen einfach wieder dahin, dass wir wirklich wieder auch mal einfach positive Energie, würde Daniel Kübelbeck sagen. Also einfach dieses Guten Morgen, Leute, fühle mich, wie geht's euch oder sowas. Einfach mal wieder, ja. Und nicht immer diese ganze Corona und Impfstoff und Politik und ja, wir wissen alle, dass es momentan nicht so läuft, aber hey, wir brauchen mal wieder ein bisschen Lockerung und wir brauchen einfach mal wieder liebe Worte, ja.
da finde ich es auch einfach schön, wenn jemand mal wieder schreibt, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag oder ich hoffe, ihr habt alle. Ne? Das brauchen wir einfach. Ja. Weil es ist einfach schön, auch sowas zu lesen letztendlich. Ne? Wenn du aufschließt, guckst in Facebook und siehst dann halt, wie jemand allen einen schönen Tag wünscht oder wie jemand einfach sagt, ach, genießt das Wetter. Egal, ob ihr zu Hause seid oder. Ja. Weil das ist wichtig. Ja, das ist es, was ich dazu sagen kann. Mit den ganzen Tieren und so. Also ich meine, wenn jemand so sich für Tiere interessiert und ab und zu mal postet, dass ein Tier ein Zuhause sucht, finde ich ja auch okay, aber das nimmt auch überhand, finde ich. Ja. Also da liest man ja auch nur noch so Sachen wie dieser Hund sucht ein Zuhause und bla bla bla. Finde ich auch okay. Ist ja auch eine schöne Sache. Aber ich weiß nicht, wenn ich das irgendwie fünfmal lese oder so von zig Leuten irgendwie, ich denke dann immer, Leute, habt ihr... Ich meine, wenn es einen selber betrifft, sage ich mal, oder einen in der Umgebung, ja, also wenn ich jetzt einen Freund habe, der, sagen wir mal, ein Tier sucht oder und das dann reinsetze, aber manchmal sind das so Sachen, wo ich dann auch denke, warum macht man das, ja? Also, Tiere alle schön und gut, aber. Ja, ich würde mir halt was viel Allgemeineres wünschen. Einfach mal wieder, wo jeder von zehren kann. Ne? Also so eine, dass die Leute einfach wieder was reinsetzen, wo wirklich jeder irgendwie sich angesprochen fühlt. Und wo jeder irgendwie sagt, oh ja, Mann, das kenne ich oder das ist so und so. Oder ich meine, dafür gibt es doch so themenspezifische Sachen. Ne? Ich meine, dann sollen die Leute in irgendwelche Gruppen gehen, wo es um Tiere und Hunde und was sich was geht. Ja. Da gibt es ja genug. Letztendlich, ne? Aber mehr Content einfach. Also ich finde, man bräuchte wirklich mehr Allgemeines, mehr wieder dieses sich einfach einen schönen Tag wünschen, sich einfach, ja, und wenn man mal über Tiere schreibt, dann kann man ja über Tiere schreiben. Ich würde ja auch mal was über meinen Katzen oder so, ne? Das ist ja kein Thema. Aber dieses, manche Sachen sind einfach so speziell, wo ich mir so denke, das spricht doch eigentlich nur eine bestimmte Gruppe an. Brauchen wieder mehr so Allgemeinheit, finde ich. Auch gerade in Facebook. Also Facebook läuft sich wirklich langsam so ein bisschen tot, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt sind sie alle im Clubhouse. Obwohl, nee, der Hype hat ja auch schon wieder abgenommen. Ja, also ich bin auch momentan mit den sozialen Netzwerken. Da weiß ich momentan auch nicht, was so meins ist. Also ehrlich gesagt, ich bin da drin, weil viele Leute drin sind, die ich kenne. Also bei Facebook bin ich halt drin, weil ich viele Leute habe, die ich kenne und ich weiß halt, wenn ich was reinsetze, wie hallo, wünsche euch allen einen schönen Tag, dann weiß ich, aha, meine Familie sieht das auch. Zum Beispiel. Das ist der Grund, warum ich das mache eigentlich. Ja, und aber ich muss sagen, das soziale Netzwerk an sich für mich habe ich auch noch nicht gefunden. Klar, WhatsApp kann man sich verständigen und finde ich auch cool. Aber ich nutze halt alles auch gerne so. Also ich glaube, ich nutze das alles ziemlich nebenbei. So. Also ich bin ein Mensch, der mal was postet, aber mal auch was teilt. Aber es muss halt irgendwie auch einen Sinn ergeben. Also und noch besser ist es natürlich, wenn ich was mache, was den anderen auch freut. Also ja. Oder wenn halt wirklich immer jemand was loswerden will, das ist ja auch eine andere Sache, ne? Wenn jemand jetzt wirklich sich über was geärgert hat und will es mal einfach loswerden in so einer Community, das ist ja auch eine ganz andere Geschichte. Ja, das meine ich ja gar nicht, aber wenn Leute sich dann so ein Ding nach dem anderen posten letztendlich, wo ich dann so denke, oh Gott, ey, jetzt... Ja,
wie gesagt, manche Sachen lese ich schon gar nicht mehr. Da gehe ich schon dran vorbei. Also auch an meinen eigenen Erinnerungen, weil ich dann so denke, nee, Facebook, das brauche ich jetzt nicht. Ich will nicht dran erinnert werden, wann ich wieder ein Live-Video gemacht habe oder ja, auch dann kommen so Sachen wie, du hast tolle, was habe ich letztens gelesen? Du hast eine tolle Erinnerung mit dem und dem, wo ich so denke, oh, hey. Also, Facebook. Wie gesagt, manche Erinnerungen sind ja ganz nett. Aber es sind so einige auch bei, wo ich mir manchmal denke, okay, du musst mir Facebook jetzt eigentlich nicht erzählen, was ich da gemacht habe vor 7 Jahren. Zum Beispiel. Interessiert mich nicht. Also ich habe ja früher den Fehler, was heißt Fehler gemacht, ich habe ja früher gerne so Statusmeldungen reingesetzt, ne, wo ich mit Freundinnen zusammen war. Und ja, dafür habe ich dann aber irgendwann die Quittung bekommen. Nämlich Jahre später fing Facebook an, mir diese ganzen Sachen als Erinnerung zu zeigen. Also dann hieß es plötzlich Sven Heidenreich vor 7 Jahren oder vor 9 Jahren. Ja, bin so glücklich mit dir und bla bla bla. Und ich habe mir so gedacht in dem Moment, ey, interessiert mich gar nicht. Sag ich, will ich jetzt gar nicht lesen. Sag ich, das interessiert mich, ob ich vor 7 Jahren glücklich war. Ich möchte jetzt glücklich sein. Ja, also das sind so Sachen, wo ich auch bei meinen eigenen Erinnerungen manchmal denke, ach nee, will ich jetzt gar nicht sehen. Ja, gut, wenn ich mit der Person darüber rede und weiß noch, wie es damals war, das ist wieder was anderes. Aber mir jetzt so eine Facebook-Erinnerung angucken und was habe ich da geschrieben und nee. Da muss ich auch für sein. Klar gucke ich mir bestimmt das ein oder andere mal an. Aber wir müssen ja ein Jetzt leben und deshalb, ja, wünsche ich mir ja so sehr eine Frau an meiner Seite, damit die Zeit auch ein bisschen leichter ist zu überstehen und ich auch wieder mehr positive Gefühle kriege. Natürlich habe ich auch oft so negative Gedanken und denke so, ach, wozu machst du das alles und so. Ne? Ich habe auch oft so Sachen wie, warum gehst du überhaupt arbeiten oder warum machst du diesen Podcast oder warum, wenn du doch immer nur alleine bist. Aber letztendlich bin ich am Leben und dafür bin ich dankbar und da geht noch was, sage ich mal. Und solange man das Gefühl hat, ja, also solange man das Gefühl hat, es kann noch was, man kann irgendwas noch reißen, egal in welcher Form, ist es doch ganz gut. Ja. Wir brauchen einfach wieder mehr Hoffnung. Hoffnung, das ist wichtig. Und natürlich auch wieder mal mehr Platz für Träume und auch mehr Sachen für Risiken. Ne? Also auch einfach mal wieder, dass die Menschheit auch wieder mal bereit ist, um Risiko einzugehen. Im positiven Sinne. Also viel, es ist ja irgendwie so Mode geworden heutzutage, dass vieles nicht mehr riskiert wird. Ne? Dass vieles so auch ja, lieber auf Nummer sicher gehen als ja, und da müssen wir wieder hin. Von meinen Windschutzteilen und die habe ich gesucht, die genau. Ja, das ist mir eigentlich alles sehr wichtig. Und wie gesagt, es soll sich auch keiner angegriffen fühlen. Das ist halt nur meine persönliche Auffassung. Jeder kann es natürlich machen, wie er will. Wenn jemand seine Erinnerungen immer wieder reinsetzen will und immer wieder, dann kann er das natürlich machen. Ich bin ja nicht der Administrator von Facebook. Ja, das meine ich halt nicht. Aber ich will einfach auch mal wieder was Schönes lesen im Facebook. Ja? Wünsche euch allen einen schönen Tag oder sowas. Oder gerade auch jetzt, wo das schöne Wetter ist letztendlich, ja. Da will man auch mal wieder irgendwie was Schönes lesen. Ja? Ich meine, die Welt ist nicht immer schön, klar. Aber man kann
sich zum Beispiel an Kleinigkeiten erfreuen manchmal. Ne? Zum Beispiel manchmal bin ich wirklich so, dass ich vorm Fenster stehe und es einfach schön finde, wenn morgens die Vögel anfangen zu singen. Ja? Und dann denke ich mir so, ach, ist doch schön. Und genau so eine Atmosphäre einfach. Ja, das ist einfach schön. Und einfach sich mal an sowas erfreuen irgendwie. So wie jetzt. Die Vögel fangen jetzt an. Ich kann euch gleich nochmal. Erstmal trinke ich meinen Kaffee aus. Ja, und ich meine, ich schreibe auch manchmal Sachen in Facebook, die anderen nicht interessieren. Ne? Das passiert, glaube ich, jedem. Ja, es gibt ja auch Leute, die interessieren sich nicht für die Antenne und denken auch, es kommt schon wieder so ein Post da. Ne? Also das kann ich auch verstehen. Ne? Das ist, ja, man hat halt nicht immer Interessen, die andere teilen. Ne? Und deshalb teile ich ja auch schon seltener was in Facebook, weil ich mir einfach sage, nee, ich will schon irgendwas für die Allgemeinheit tun und will irgendwas, was jeder irgendwie nachvollziehen kann. Und auch was mein Podcast angeht, ich möchte natürlich auch, dass ihr, deshalb frage ich euch ja auch immer wieder, was für Themen würde euch interessieren, über was soll ich mal berichten, ne? Weil ich einfach auch will, dass ihr daran teilhabt und ja. Und deshalb fand ich das ja auch mit den Audiobeiträgen sehr gut von anderen, weil so kommt auch einfach mal für mich Inspiration, ne? Wenn ein anderer jetzt zum Beispiel irgendwas, einen Audiobeitrag reinsetzt, ja, das ist einfach auch für mich wieder eine Inspiration. Und dann weiß ich, aha, da kann ich drauf aufbauen. Und dann ist gut. Ja, und ja. So. Ja, und so würde ich mir einfach wieder mehr Positives wünschen. Ja, also, und mal was für die Allgemeinheit. Ja. Oder wenn jemand zum Beispiel auch mal ein Hilfsmittel postet, ne? Zum Beispiel wenn jemand sagt, oh, das Hilfsmittel gibt es jetzt für Blinde, das poste ich einfach mal. Ne? Sowas finde ich auch immer ganz cool, weil da erfährt man natürlich auch Sachen. Ja? Ich meine, das ist schon was anderes, als wenn jetzt irgendein Verkäufer das anprangert und oder das reinsetzt und sagt, du sollst es kaufen. Ne? Es gibt auch Hilfsmittel, die mich nicht interessieren. Ne? Also zum Beispiel wie diese Orcam, wo ich mir sage, was soll ich mir so eine Kamera holen, die da irgendwelche Texte liest. Kann ich mit dem iPhone auch machen. Zumal das muss dann wieder die Krankenkasse bezahlen. Und warum muss ich alles von der Krankenkasse kriegen? Ich möchte auch selber mal was irgendwie mir holen können, ohne dass gleich die Diskussion darüber losgeht. Kann man das denn kaufen? Ist doch arschteuer. Also ich will auch einfach mal was holen können für einen normalen Preis, ja. Und möchte nicht da irgendwie so ein 3.000 Euro Gerät rumschleppen. Also das ist einfach, ja, fällt mir dann runter und dann, ja, was ist dann? Ja, also das sind so Sachen einfach, ne. Mich ärgert das zum Beispiel auch, dass so ein iPhone so teuer ist. Gut, so ein SE kostet jetzt schon 400 Euro, aber das ist ja für viele auch noch ein Riesengeld. Ja, zum Beispiel. Also mein größter Wunsch wäre wirklich mal wirklich ein Smartphone oder was heißt ein Smartphone? Ich hätte, würde mir wirklich mal gerne wieder irgendein Handy holen für 30 Euro, was ich vollkommen benutzen kann. Wird es nie geben. Aber einfach mal, dass man auch mal was für zum Mitnehmen sich wieder besorgen kann, ja? Was man dann hat. Und ja,
ja, weiß ich nicht, dieses Shoppen gehen, also dieses einfach, ich gehe jetzt und hole mir was und bin zufrieden. Und nicht, dass man wieder überlegen muss, das kostet wieder 500 Euro oder ach, das muss ich bei der Kasse beantragen. Ach, das dauert dann wieder ein halbes Jahr und ich weiß nicht, ich lebe jetzt und es gibt einfach Sachen, die möchte ich jetzt erleben und genießen können. Und wenn ich da jedes Mal überlegen muss, ja, kriege ich es oder kriege ich es nicht, das geht mir so auf den Keks. Und deshalb werde ich auch heute mal wieder was in Facebook posten, um euch auch zu zeigen, was ich meine. Also ich werde auch einfach mal wieder schreiben, wünsche euch einen schönen Tag oder sowas, einen schönen Freitag oder so, ein schönes Wochenende, um euch einfach auch mal zu zeigen, was ich meine. Ja, positives Feeling rüberbringen. Einfach mal wieder allen einen schönen Tag wünschen. Ja. So, und damit wir mit dem Positiven auch mal ein bisschen anfangen, jetzt gleich mal ein bisschen Vögelgezwitscher. Es geht los. Mal gucken, ob man schon was hört. Ich halte es mal aus. Jetzt nicht, wie viele davon schon gehört habt jetzt, aber das, daran kann man sich doch schon erfreuen. Das ist doch geil. Ja, das ist doch schön. Ja. Oder was sagt ihr dazu, Katzen? Ja, wie gesagt, also das war mal wieder ein etwas kritischer Podcast, aber so ist der Podcast nun mal und es ist ja auch alles nicht böse gemeint. Das möchte ich auch einfach mal, es geht hier nicht darum, irgendwie mein Ding durchzusetzen, sondern es geht auch nicht darum, jetzt jeden Einzelnen zu sagen, poste dies oder poste das, das meine ich gar nicht, sondern es ging mir einfach um das Allgemeine, ja. Also, wie gesagt, auch Facebook selbst bringt einen ja dazu, so eine Sachen zu posten. Das ist ja auch, was ich auch, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das angesprochen habe. Ja, man sollte sich nicht von Facebook verleiten lassen, seine Erinnerungen zu posten, sondern man sollte auch wirklich gucken, was gibt einem die Zeit. Und ja, wenn Facebook dann irgendwann schon entscheidet, was für Erinnerungen ich letztendlich poste, und also ich finde es einfach blöd, wenn ein soziales Netzwerk entscheidet, was oder mir, es kann mir eine Erinnerung vorschlagen, ja, aber letztendlich, mir gehen meine eigenen Erinnerungen ja auch schon. Also manches, was mir so angezeigt wird, da denke ich wirklich, ey, braucht doch keine Sau. Also, weiß ich nicht, ich habe letztens auch wieder, hat ein Live-Video gemacht. Also ich jetzt, ne? Wo ich so denke, ja und? Und warum gibst du mir das jetzt als Erinnerung? Ich meine, das zieht mir doch. Ich meine, klar, wenn jetzt ein anderer zu mir sagt, guck mal, Sven, da hast du noch. Weißt du noch, wo du das Video gemacht hast? Das ist eine ganz andere Geschichte, ja. Aber wenn, sagen wir mal, wenn ich in Facebook lese, du hast Erinnerungen und dann steht da 2016 oder 2017 Video, ja. Warum soll ich mir das jetzt angucken? Mein eigenes Video, was ich gemacht habe. Mein Quatsche. Ja. Ich meine, wenn ein anderer daran erinnert wird und der dann Interesse hat und sich das anguckt, das ist immer noch was anderes. Ja. Oder wenn es halt wirklich was Bestimmtes ist, was wirklich cool war, ne? Wo ich das so sage, okay, das war eine geile Erinnerung, dann würde ich das auch mal wieder teilen. Ne? Aber zum Beispiel, wo ich jetzt auch weggekommen bin, ich werde keine Erinnerung mehr von Todesfällen innerhalb der Familie oder so teilen. Ne? Also mit meiner Mutter, das Ding hat sich erledigt. Also ihr werdet nie wieder sehen, dass ich die Todeserinnerung mit meiner Mutter teile, weil ich mir einfach sage, das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen, aber irgendwann ist Schluss. Der Mensch ist ja nun mal nicht mehr da. Ja. Klar kann ich vielleicht mal wieder irgendwie das Lied Mama singen und sagen, okay, neue Version und ich denke an meine Mama und so. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das Leben geht weiter und es gibt noch Menschen, die leben. Und die sind mir wichtig. Ja.
Und immer dieses, vor allem, wenn dann, was ich immer dann faszinierend finde, ist ja, wenn Leute was teilen, wenn Leute einen Menschen verloren haben, der total alt geworden ist. Ja, wenn dann irgendwie jemand 86, 87 wird und dann heißt es, oh, der Mensch ist nicht mehr da, wo ich mir so denke, wie alt sollen denn die Personen noch werden, bitte? Und wo ich mir sage, andere Leute verlieren Menschen, verlieren junge Menschen, finde ich viel schlimmer. Ja, wenn du einen Menschen verlierst, der gerade mal irgendwie 40 ist oder der 20 ist oder der, das ist doch viel schlimmer. Und ich kann zumindest sagen, also in meinem Fall, wenn die Leute, die bis jetzt gestorben sind, sage ich mal, die haben aber ihr Leben irgendwo gehabt. Und ja, meine Mutter ist 71 geworden. Ja, manche sagen, es ist auch noch zu früh. Aber einerseits, wie hätte sie weiterleben sollen mit dem Krebs? Ja. Und das muss man sich halt auch immer noch sagen. Ja? Wie hätte das Ganze weitergehen sollen? Ja. Und es ist doch besser, wenn jemand schwer krank ist, dass derjenige dann geht. Also würde ich auch für mich selber wünschen, wenn ich jetzt schwer krank bin und habe Krebs und habe dies und habe das und habe und kann irgendwann dies nicht mehr und das nicht mehr, dann ist es doch besser, ich schlafe irgendwann ein, als wenn ich mir jetzt dauernd überlege, oh, du hättest ja noch und ne? Also das ist halt, ich meine, klar, wenn man krank ist, dann ist man krank. Ja, dann, es kann jeden treffen. Und genau aus diesem Grunde müssen wir einfach wieder mehr Platz für Positives machen. Ja, einfach mal wieder den Leuten, den Umfeld einen schönen Tag wünschen. Einfach mal sagen, hey, heute ist ein schöner sonniger Tag. Findet ihr das nicht auch? Ja. Und vielleicht auch mal weg von diesen ganzen bombastischen. Ja, es gibt ja so Leute, die posten immer nur, wenn sie essen gehen oder trinken gehen und in Restaurants sitzen und oh, wie geil ist das und so. Wir müssen einfach auch mal wieder hin zu den Einfachen. Zum Beispiel, wenn jemand postet, hab mir gerade einen schönen Film zu Hause angemacht und einen Kaffee hingestellt. Fühle mich richtig wohl. Sowas brauchen wir wieder. Ja, es kann nicht jeder so weggehen und es kann nicht jeder und es gibt einfach auch genug Leute, die können sich das nicht leisten. Und wenn die dann halt immer sehen müssen, letztendlich, oh, wieder einer im Restaurant, wieder diesen Eiskarte und wieder dies und wieder das. Oh, guck mal, wie sieht das schön aus. Ja? Und es gibt halt auch genug Leute, die, ja, die einfach nur leben wollen und die einfach das, die einfachsten Dinge im Leben, die müssen wir einfach wieder posten, finde ich. Und ich werde auch heute gleich wieder damit anfangen. Und werde gleich euch wieder einfach einen schönen Tag wünschen, ein schönes Wochenende wünschen. Und ja, dass wir mal wieder dahin kommen. Ja. Das ist wirklich wichtig. Denn sonst werden wir zu so einer Vorführgesellschaft. Ja, sodass andere immer hier, guck mal hier, ich war im Restaurant Peace-Dings da und habe eine wunderbare Torte gegessen mit, oh, ist das lecker. Ja. Wo ich dann so denke, ja, was ist mit den Leuten, die sich das nicht leisten können oder die gerne rausgehen, die lesen das dann und sind traurig. Und schon haben wir wieder dieses Gefühl, schon sind Leute wieder traurig und wir müssen einfach dahin, dass wir wieder versuchen, Menschen glücklich zu machen. Ja, einfach mal wieder ein bisschen, dass auch der Mensch, der sich wenig leisten kann, ein positives Gefühl kriegt. Und das Gefühl kriegt, er ist nicht allein. Das ist wichtig. Ja. Und ich habe oft, wenn ich oft sowas gelesen habe, ich auch oft manchmal so gedacht, na toll, was habe ich jetzt davon, dass der und der irgendwo im Restaurant war und sich da voll die, ja, das ist ja schön, so eine Erinnerung mal zu teilen, aber es gibt einfach auch so Leute, die machen sowas dauernd und am schärfsten finde ich ja, wenn sie dann noch die Speisekarten auch einfügen und weiß ich was alles. Und wo ich dann so denke, ja, noch mehr Werbung fürs Restaurant. Ja. Nein, wir müssen wieder was für uns und für die Allgemeinheit tun. Das ist wichtig. Ja. Das finde ich wirklich wichtig. Ein liebes Wort. Ja. Einfach mal wieder ein liebes Wort für den anderen übrig haben. Ja.
Also, dass ich auch mal in der Öffentlichkeit sagen kann, Mensch, ich finde es schön, dass ich eine tolle Freundschaft mit Flo habe, zum Beispiel, ja. Das ist mir viel wichtiger als irgendeine komische Erinnerung, die mir, was bringt mir die? Ja, ich finde es toll, dass ich mit Flo so reden kann, zum Beispiel. Und klar, wir haben auch unsere Auseinandersetzungen und Meinungen und ja. Aber ich finde es halt toll, dass ich so 2, 3 oder 4 Leute habe, die einfach noch da sind und die den Kontakt halten, obwohl sie es nicht müssten. Ne? Und gut, dass ich jetzt nicht dauernd bei irgendwelchen Leuten anrufe, das ist halt mein Charakter, das bin halt ich. Ja, ich weiß, dass ich es vielleicht öfter tun müsste. Und deshalb versuche ich ja auch immer über so eine Sachen wie Facebook oder über den Podcast mich mitzuteilen, weil das eher meine Sache ist. Ich bin halt nicht der Mensch, der dauernd telefoniert. Ich habe, wie gesagt, nur 1, 2 Leute, mit denen ich extrem lange telefoniere. Und dann ist aber auch schon Schluss. Ja. Ich bin halt nicht der Telefoniermensch, ich bin halt mehr so der Message-Mensch. Also ich mag es halt, eine kurze Sprachnachricht zu schicken oder auch mal eine Sprachnachricht zu schicken. Mit Atmosphäre oder mit das ist halt, das bin halt ich, sage ich mal. Ne? Und ja, gut, dass ich mich vielleicht bei dem einen oder anderen zu selten melde und das räume ich auch gerne ein und das, ja. Aber auf der anderen Seite soll man sich ja auch melden, weil man sich frei fühlt. Man soll sich ja nicht melden, weil man sich unter Druck gesetzt fühlt. Ne? Und das ist halt auch ganz wichtig, finde ich, in der Freundschaft und auch in der Beziehung. Ja, also sobald einer anfängt, dem anderen vorzuwerfen, du hast dich ja nicht gemeldet, haben wir schon so einen Druck. Ja, und das ist auch für eine Freundschaft nicht gut. Weil der Mensch muss ja auch, der muss ja auch irgendwie ein, ja, muss auch dieses Freiheitsgefühl haben letztendlich. Ach so, Quatsch. Ich wollte ja mal gucken, wie spät wir es haben. 4 Uhr haben wir es bald, na seht ihr. Ja. Wie gesagt, ich werde heute damit anfangen, euch einfach mal wieder ein schönes Wochenende zu wünschen und einen schönen sonnigen Tag und haltet durch. Und ja, auch an die, die jetzt vielleicht sich nicht so gut fühlen. Ich wünsche allen, denen es nicht so gut geht, wirklich gute Besserung. Gebt nicht auf. Und ja, und in all die, die wichtige Leute verloren haben im Leben, kann ich nur sagen, ja, es ist traurig. Und aber es gibt immer noch Leute um euch rum. Es gibt immer noch Leute, die euch lieb haben. Es gibt immer noch Leute, die da sind. Und die sollten wir nicht vergessen. Ja. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich Leute habe wie Ela und Stefan, die sich um mich kümmern. Ich bin wirklich dankbar, dass ich so einen guten Freund wie Flo habe, mit dem ich durch dick und dünn gehe. Ich bin froh, dass ich Leute in Berlin noch habe, auch die, ja, ja. Ich bin wirklich für jede Sache dankbar. Und ja, ich find's cool, dass ich einen Freund wie Heiko habe, den ich ewig kenne. Wir telefonieren sehr selten, klar. Aber ich finde es einfach toll, so eine Leute zu haben und dass die Leute alle noch da sind letztendlich. Dafür bin ich dankbar. Ja. Ich bin auch froh, dass es meiner Familie gut geht. Auch wenn wir uns wirklich jetzt lange nicht mehr gesehen haben. Und aber vielleicht kommt ja auch nochmal wieder der Zeitpunkt, wo man sich öfter sieht oder öfter vielleicht sogar schreibt oder öfter mal eine Sprachnachricht schickt oder ja, jeder lebt ja letztendlich auch sein Leben, ja. Und aber trotzdem, ich bin dankbar, dass alle in meiner Familie noch leben, dass keine schlimmen Nachrichten kommen, dass halt meine Brüder noch da sind, so wie sie halt sind und ja. Auch wenn ich manchmal sage, so, ach, das passt mir nicht bei denen und das passt mir nicht bei denen. Aber auf der anderen Seite, solange man das sagen kann, leben sie noch. Und das ist eigentlich das Kostbarste, ja. Und da müssen wir wieder hin. Ja, und so eine Frau wünsche ich mir halt auch, ja. Die mir das positive Gefühl irgendwie gibt, ja. Also
Also zum Beispiel auch, ich würde das mit dem Status heute ganz anders machen. Früher habe ich halt reingesetzt, ja, ich liebe dich und bla bla bla, wir sind jetzt so und so viele Monate zusammen. Heute würde ich reinsetzen, also heute würde ich das auch so reinsetzen, würde aber dazu schreiben, Mann, ich wünschte mir, dass jeder seinen Deckel findet, zum Beispiel. Also sowas Allgemeines auch. Oder ich würde dann halt dazu auch noch reinsetzen, ja, und für die Leute, die alleine sind und glücklich sind, ja, genießt auch euer Leben. Und ja, jeder hat das Recht auf ein bisschen Glück, sage ich mal. Und ja. Oh. Na komm. Ja. Komm. Dropbox ist schon synchronisiert, glaube ich. Genau. Ja, also wie gesagt, dieser Podcast sollte kein Angriff auf irgendjemand sein, sondern das war einfach meine persönliche Feststellung und auch vielleicht, ja, auch eine Kritik an mich selbst, weil auch ich bin ja manchmal so, dass ich Sachen zu eng sehe oder dass ich Sachen zu negativ sehe, obwohl ich sie positiv sehen könnte. Ne? Also das seht diese Kritik, die ich jetzt gerade gemacht habe, auch eine Kritik ein bisschen an mich selbst. Weil auch ich mache Sachen oder teile Sachen oder wo vielleicht ein anderer denkt, ach, ja, wem interessiert das jetzt? Und ich glaube, ja, auch ich muss gucken, dass ich ein bisschen mehr positives Gefühl wieder kriege. Und das hat auch was mit mir zu tun. Also muss ich auch an mich selbst irgendwie mal ein bisschen arbeiten, um einfach anderen wieder eher ein positives Gefühl zu geben. Also, damit wir alle auch mal wieder ein bisschen lachen können, ein bisschen, ja, wir haben die Pandemie, hoffe ich, fast überstanden. Das muss man einfach mal sehen, ja. Ich meine, wir hätten ja auch alle, man hätte ja auch sterben können, zum Beispiel, ne? Oder wirklich eine enge Person verlieren können. Manche Leute haben ja sogar jemanden verloren durch die Pandemie und ich möchte allen nur wirklich viel, viel Kraft wünschen und viel, viel Durchhaltevermögen und hey, es gibt immer einen, der euch lieb hat, irgendwo auf dieser gottverdammten Welt. Und ja. Und der tut halt auch mal so ein Hab euch alle lieb. Mal ganz gut, ja. Also das ist, ja. Gut, dass das natürlich eher von der Frau kommt als vom Mann. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der wirklich reinschreiben würde, hab euch alle lieb, aber... Ja, genau. Marie hat drei Dateien gelöscht. Das ist schön, dass du mir das jetzt sagst. Ja. Genau, und ich finde einfach, wir müssen einfach wieder in die Allgemeinheit gehen und hey, wir haben ein Leben und wir haben nur ein Leben und das sollten wir genießen in irgendeiner Form und manchmal mit kleinen Dingen, ja, wenn ich zu Hause sitze und meinen Kaffee trinke und meinen Podcast aufnehme und mit Flo telefoniere oder mit Ela und Stefan, mit Ela quatsche oder dann denke ich manchmal so, Mensch, eigentlich ist es doch geil, dass man überhaupt Leute hat, ja, und ja, und wenn ich jetzt noch meine Frau an meiner Seite finde, dann kann ich sagen, da bin ich glücklich. Und das wünsche ich jedem aber. Ich wünsche jedem so ein Glück. Und ich wünsche jedem wirklich auch das Glück, was ihnen zusteht, letztendlich. Ja? Und ja, ich glaube daran, zu jedem Topf passt ein Deckel. Und wenn jemand halt wirklich glücklich alleine ist, dann soll er halt alleine bleiben. Ja? So, jetzt lade ich aber meinen Podcast hoch. Meinen etwas längeren Podcast und etwas kritischeren Podcast, aber ich hoffe, ihr nehmt mir das alles nicht übel. Es ist ja für mich auch ein Rauslassen so ein bisschen. Also ich habe gewisse Sachen dann einfach gesagt und fühle mich dadurch freier. Und dafür ist der Podcast ja auch letztendlich da. Und wenn es jemandem zu kritisch ist, kann er ja auch weiterspringen oder die Folge auslassen und sagen, okay, die Folge höre ich jetzt nicht, die ist mir ein bisschen zu crazy oder zu krass. Da höre ich mir doch lieber mal eine andere Folge an. Ne, aber deshalb heißt der Podcast ja auch Podcast von Sven Heidenreich. Muss ja irgendeinen Grund haben.
Ist halt mein Podcast. Und hieß er ja anders. Podcast von anders? Nee. Wie gesagt, behaltet euren Humor und ja. Und postet mal was von euch. Und nicht von weiß ich wem. Das würde ich mir einfach mal wünschen. Ein paar liebe Worte von euch. Und an die Allgemeinheit. Ja. Das ist einfach, was wir brauchen. Und ja, ich mache, wie gesagt, heute den Anfang. Und verbleibe mit. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Freitag. Haltet diese Hitze durch, passt auf euch auf, trinkt genug. Und ja, ich sag's jetzt einfach mal. Ich habe euch alle lieb. Weil lieb haben und lieben ist ja, sind ja zwei verschiedene Dinge. Das habe ich jetzt gelernt. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Zeit und bis zur Folge 182 und verbleibe nur mit einem schönen Gruß an Flo auch und an euch alle und mit einem schönen Wow, 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 ja, diesmal gesprochen, wow, 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 man muss es ja nicht immer singen, ja, man kann dieses Tenor-Ding auch anders rüberbringen, das nur zur Information jetzt, ja, ein bisschen Blödsinn. Wie gesagt, habt eine schöne Zeit und lacht. Viel Lachen. Das ist wichtig. Ja, gut. Jetzt aber Schluss aus die Maus. Ja. Bis dann. Bis zur Folge 182. Ciao.